Hallo zu einer neuen Folge von Der Wein zum Buch. Heute stelle ich euch und Ihnen, Julia Phillips, das Verschwinden der Erde vor, erschienen bei DTV. Dies ist wieder so ein Fall von, ich lese keine Krimis und auf einmal stelle ich fest, ich lese doch andauernd welche, aber eben nie Krimis, in denen einer stirbt und alle laufen hinterher und suchen den Mörder. Obwohl das hier eigentlich auch so ist. Aber dieses Buch besticht durch einen ganz besonderen Aufbau. Das erste Kapitel heißt August und erzählt, man wird sich nicht wundern, im August. Zwei Mädchen verschwinden, spurlos. Wir als Lesende wissen, was passiert ist und wir wissen, wie sie verschwunden sind und verlieren aber auch am Ende des Kapitels ihre Spur. Haben aber eine Ahnung. Und dann wird Kapitel für Kapitel weitererzählt. Und die Autorin schafft es auf ganz tolle Weise, um diese beiden Mädchen herum zu erzählen. Wir erfahren von Tanten, von Verwandten, von einer Polizistin, die an der Suche beteiligt ist. Die Erzählung kreist um das Leben dieser Mädchen, Kapitel für Kapitel. Und als man irgendwann den Kosmos dieser Mädchen erzählt hat, fängt sie an, so Querverweise zu erzählen. Es gibt zum Beispiel eine junge Frau, ein älteres Mädchen, die ein paar Monate vorher verschwunden ist, auf genauso absonderliche Art und Weise. Und sie schafft es auch, den Bogen zu diesem Mädchen zu erzählen. Das Ganze spielt auf Kamtschatka und wir erfahren auch eine ganze Menge über das Leben in Kamtschatka, über diese männerdominierte Welt, über die Korruption, über Politik und auch ganz viel über Landschaft, über tundrische Landschaften, über wilde Wälder, über die Küste. Ein ganz, ganz tolles Buch, vollgepackt mit schönen Landschaftsbeschreibungen, mit feinsinnigen Personenbeschreibungen, mit zart geknüpften Verbindungen. Und so ganz langsam webt sich dieses gesamte Bild zusammen. Die Autorin kommt eigentlich von den Kurzgeschichten her und das merkt man ein bisschen. Ist aber nichts Schlechtes, sondern jedes Kapitel ist im Grunde eine einzelne kleine Kurzgeschichte. Und ich hatte eine Kollegin gebeten, einfach mal ein blind herausgegriffenes Kapitel zu lesen und mir ihren Eindruck zu schildern. Und sie sagt genau das. Sie sagt, sie wusste grob, worum es geht, weil ich ihr das erzählte, aber sie sagt, dieses eine Kapitel, sie hat, glaube ich, den Juni oder Juli gelesen, das hätte man einfach so, weil es so in sich rund und stimmig ist, hätte man auch als Kurzgeschichte lesen können, als einzelne. Und das macht eine ganz große Kraft aus, weil man diese einzelnen Geschichten so nach und nach zu einer großen Geschichte im Kopf zusammenkriegt. Ob die beiden oder die drei gefunden werden oder ob zwei oder eine oder keine, das erzähle ich natürlich nicht, denn das müsst ihr selbst lesen. Julia Phillips, Das Verschwinden der Erde, erschienen bei DTV. Für alle Krimi-Leser, für alle Menschen, die sich für andere Kulturen interessieren, für alle Menschen, die gute, fein gewobene Familiengeschichten mögen. Denn im Grunde ist es auch ein bisschen eine Familiengeschichte, die zwar sehr weit verzweigt ist, weil es um Cousinen und entfernte Tanten geht, aber ein bisschen ist es auch eine Familiengeschichte. Es ist eine Gesellschaftsgeschichte. Es ist tolle Literatur. Es ist wahnsinnig gut übersetzt. Es ist ein sehr großer Glücksfall, dieses Buch. Was trinken wir dazu? Wir trinken dazu Sven Niger Pinot Noir aus Baden. Und zwar habe ich den ausgesucht, weil der so ein bisschen mir erscheint wie das Buch. Also wir haben in der Nase kleine Walderdbeeren, kleine Waldhimbeeren, so kleine konzentrierte Frucht.
Und aber auch ein bisschen Veilchen, so ein bisschen was Florales und so ein bisschen so braune Töne, so Waldboden, Blätter, sowas. Und auch das ist wie ein bisschen wie in dem Buch. Man muss es sich so ein bisschen zusammensuchen. Und dann, wenn man sich so ein bisschen reingerochen hat, ergibt es ein ganz, also eine ganz schöne Nase, eine ganz, ja, vielstimmige Nase. Und dann nimmt man den ersten Schluck und denkt, huch, sehr viel Tannin, so im ersten Moment. Viel Tannin, viel Säure, fast so ein bisschen so schwarzer Tee, Bitterstoffe, schwarzer Tee. Und dann kommen diese roten Früchte durch. Und am Ende ergibt es ein total schönes, langes, komplexes Pinot Noir Bild, wie in diesem wunderbaren Krimi. Es baut sich langsam auf und am Ende ergibt es ein sehr schönes, stimmiges Bild. Sven Niger, Pinot Noir aus Baden, Julia Philipps, Das Verschwinden der Erde. Viel Spaß.